Dann bücken, Schaufel rein und so. Getcha. Er guckt mich an. Es guckt. Und damit hast du euch ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grounded hier bei den Junkie Monkeys. Ich bin der Midway und ihr merkt schon, ich bin wieder mit der Star-Aus-Truppe unterwegs hier. Chaoten-Krulli, Chaos-Marco und die wunderschöne Kathi aus Österreich habe ich dabei heute. Hi. Ey, jetzt hört doch mal auf, hier rumzuhüpfen, verfluchte Scheiße. Gummibären, die sind für dich da, wenn du... Okay, Leute, wir wollen heute... Wir müssen, weil Krulli nervt schon wieder den ganzen Tag. Wir müssen heute zu den Termiten. Die sind irgendwo da hinten in der Ecke, vermute ich mal. Ja. Und da werden wir uns jetzt hineilen, weil Krulli möchte gerne einen Hammer der Klasse 3, weil er hat zu Hause zu hören gekriegt, der funktioniert nicht mehr richtig, sein Hammer. Und deswegen müssen wir jetzt Teile für den Hammer der Klasse 3 besorgen für ihn. Ne? Arsch. Was denn? Wenn ihr Anwalt seid, schreibt das in die Kommentare. Scheidungsanwalt wohlgemerkt, Scheidungsanwalt. Ja, weil der Hammer ja nicht mehr funktioniert. Ist schon wieder Ehekrieg zwischen den Alten. Oh. Die Berliner Luft hat große Fresse. So. Also wie gesagt, Katja haben wir heute auch dabei. Die ist doch ziemlich unentschlossen und unerfahren. Also ihr braucht euch nicht wundern, die wird ziemlich oft sterben gleich. Aber das ist auch ganz gut. Wir brauchen immer einen, den wir vorschicken zum Sterben. Sonst muss ich das immer machen. Da hinten kommen wir rüber, Krulli. Oh, hier ist Pusteblümchen. Das werde ich mir erstmal schnell holen. Bevor ich irgendwas mache, was ich mit euch zu tun habe. Stimmt, Pusteblümchen, ich habe auch keine mehr. Nein. Hau ab, das ist meine, Mann. Ich bin der eigene. Yippie! Der kleine Blasehase hat zugeschlagen. Kathi hat auch keine Pusteblume, ne? Nö. Oh, Krulli, hier ist deine Pusteblume. Hier liegt sie. Da. Oh, ist sie weg. Ist sie weg? Hä? Wer ist dein Chef? Komm her. Wer ist dein Chef? Oh, komm her, okay. Dein Chef sitzt hinter ihm. Da hast du sie. Kathi, komm her. Ja. Hier hast du auch eine Pusteblume. Musst du mit rechter Taste ausrüsten, ne? Und wenn was ist, drückst du unten Shift, wenn irgendwo runterfällst, dann fliegst du. Was ist ein Shift? Eine Taste auf der Tastatur, die Renntaste, genau. Achso. Die Renntaste. Was ist das schon wieder? Aua. Was ist das für ein Gift? Staubmilben. Staub, kein Gift. Da ist was! Denk an dein Schild! Töte es, bevor es Eier legt. Müssen wir jetzt hier unten durch oder was? Oder außenrum? Ich würde sagen, wir gehen außenrum. Okay. Da ist das Abwasserrohr. Das allbekannte Abwasserrohr, Leute. Alles gut, solange keine Maxi-Häufchen drin. Aber das Schild jetzt eigentlich in der Hand? Ja, hast du. Wenn du rechte Maustaste drückst, blockst du. Na, mit der rechten Maustaste habe ich... Hä? Habt ihr irgendwas mit, um einen neuen Respawn-Punkt zu setzen, da bei dem Larven? Bei den Terminen? Nein. Okay, ich gehe jetzt mal kurz hier runter und versuche zu überleben. Ja. Tschüss. Wo ist Maxi hin? Ich sammle Material ein, dass wir einen Respawn-Punkt setzen können bei den Larven. Okay. Weil nachher stehen wir dann da und machen ein ganz doofes Gesicht. Wieso kann ich das nicht einsammeln? So. Okay, weiter geht's. In die Richtung, Krulli. Sollen wir jetzt da rüberkommen? Ja, ihr könnt auch oben lang weitergehen. Hier sind Puppenteile. Guck mal. The Puppet Master. Brauchen wir eine Axt, Stufe 3. Ja. Aber so sehen sie aus. Das sind dann so verpuppte Teile von Maden wahrscheinlich, ne? Ja. Hier liegen ganz... ja. Da wollte ich auch, glaube ich, nicht durch. Da sind ganz viele Spinnen. Aber ganz viele Spinnennetze. Oh. Guck mal da.
gesagt, ich gehe nicht so weit rein. Eine coole SF war mir. Gibt's einen Hammer, Kuli? What the fuck? Komm, die Spinnennetze müssen wir aber mit auch machen hier. Oh Mann. Das ist doch eigentlich schon Nestraub, was wir hier machen, oder? Jetzt reicht's! So, dann hat der Maxi wenigstens schön viele Seitendinger wieder. Ey Leute, hier liegt Netzfaden auf dem Boden überall, ne? Könnt ihr das aufheben hier? Nee. Das ist Netzfaden, sagt er zu mir, aber ich kann das nicht aufheben. Ob. Hier auch. Ach, jetzt. Ja, manchmal backt das so ein bisschen im Boden. Na gut, dann lass uns weiter. Bevor Mutti kommt und sieht, was wir getan haben. Und? Meinst du wirklich da lang, Krulli? Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir überhaupt noch mal rauskommen. Ja, da hinten sind wir ja rausgekommen. Ne, hier ist nichts. Hier ist Sackgasse. Da müssten wir, glaube ich, zu dem Blatt zurück, was du da entdeckt hast, wo du hochgekommen bist, ne? So geht's ja noch weiter. Gucken wir mal, was Kathi da entdeckt hat. Tunnel des Todes. Oh. Oh, Salzbrocken. Da oben ist was rosarotes. Das ist Hirnschmalz. Das ist was mit. Geil, was ist das? Das? Ich muss mal sagen. Was ist das? Na, ist das nicht so ein Spieleting? Keine Ahnung. Oh, eine Larve. Brauchen wir Ton? Larve! So. Wo ist denn Krulli jetzt schon wieder? Da. Kathi! Ja. Komm, ja. Hier lang. Ja. Ganz viele Puppen hier. Ja, dann weißt du jetzt ja, wo wir sie kriegen. Und wir gehen über das Blatt, was da hinten war. Da gehen wir am besten darüber raus. Das wäre das Sinnvollste. Bevor es dunkel wird und einer schreit. Siebenmal der Maxi wieder steht. Da, nicht lang. Oh, was ist das? Rüsselkäfer. Ja, gar nicht ein. Nashornkäfer und der kann echt böse werden. Wird schon den ganzen Tag getötet. Das steht unserer Mission im Weg. Schicken wir einfach Maxi vor und dann ist. Da ist eine kleine Spinne vorweg. Oh, eine kleine? Be careful, that spider. Das war eine kleine Spinne. Ich höre hier was graben. Ja, ja. Wow. Meint ihr, dass wir hier richtig sind? Oh, großer Maxi, wo hast du uns hingeführt? Ja, wir sind hier gleich hinter dem Haufen und hier sollten dann eigentlich auch Termiten sein. War doch noch irgendwo. Hier beim Holz war das, ne?
Du hast gesagt, du willst dahin. Ich hatte auch mal einen Plan, bis wir in den Graben rein sind. Plan. Das sind doch keine Lügenmärchen. Wir laufen jetzt in Richtung Grill. Ihr müsst dahin. Hier. Ich bin schon da. Hier laufen schon die ersten Termiten rum bei mir. Ist aber nicht der Termitenhaufen hinten an der Ecke. Ich bin doch hinten an der Ecke. Oder? Beim Holz. Ah, hey. Oh, da geht's hier wieder durch, habe ich. Hui. Ich würde sagen, ich stelle hier mal ein Camp auf, ja? Das könnte nämlich jetzt gleich dunkel werden. Aus unerklärlichen Gründen, wohlgemerkt. I'm ready to eat my pillow, I'm so tired. La 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 la. Bin auch da. Respawn-Punkt setzen und schlafen. Ich habe nämlich schon die ersten Termiten gesehen, aber ich glaube, im Dunkeln wäre das keine gute Idee, da jetzt rein. Mimimi. Ja, Mimimi. Mimimi. Vorhin noch so, ich töte sie alle. Wir töten sie alle, okay. Folgt mir, Leute! Ich kenne den Weg. Jetzt esse ich was. Don't even need to boil it. Du bist auch nur am Fressen. Just close your eyes and imagine it's a fruit pounder. Er hat den besten Glauben. Oha. Oh, oh, oh. Der Kulli hat Sex mit Tieren. It's no lemon crime, but... Hör mal, toller Pilz. Da unten sind Pilze, weil es einer noch was zu essen braucht. Kathi! Ja? Ich würde das nicht tun, was du tust. Warum? Immer rein mit dir. Geh vor! Wir... Wow! Da kommt schon die erste. Oh Scheiße, die haben Power. Und von hinten kommt auch was. Wie, von hinten kommt auch was? Ja, das da. Nein, du nutzt den Rücken frei. Ja. Aua. Alter. Gulli zurückfallen lassen. Oh, oh. Au. Okay. Ich glaube, ich muss auf härtere Waffen greifen. Eine weniger. Zwei weniger. Wo kommt die denn von hinten her hier? Da kommt noch eine von hinten. Beißt dir einen Arsch. Au. Ich beiß dir einen Arsch. Da wollt ihr rein? Mit den Waffen, die wir haben? Haben wir nie gesagt, dass wir rein wollen. Mietenteile besorgen. Das war das Ding. Okay, was habt ihr denn bis jetzt alle eingesammelt? Ich habe. Termiten Kopf, sage ich jetzt einfach mal, und dreimal Termiten Brocken. Yep. Was brauchen wir für die Waffen? Guck mal unter Axt. Ich guck mal nach, ich guck mal nach. Und zwar brauchen wir Waffen. Termitenaxt. Wir brauchen zwei Köpfe. Sehe, Schmiere brauchen wir auch noch. Siehst du, müssen wir nochmal besorgen. Zwei Köpfe auf jeden Fall für die Termitenaxt. So, und für den Hammer brauchen wir Nashornkäfer, schwarze Nashornkäferteile und Puppenleder. Also wir müssen erstmal die Termitenaxt bauen. Da brauchen wir zwei Termitenköpfe für. Die Krähenfederstücke und zähe Schmiere. Ich würde sagen, wir gucken, dass wir nochmal zwei, drei Stück rauslocken. Wie viele Köpfe habt ihr alle?
Ich hab einen Kopf. Ich auch. Den bin ich ganz gut bedient. Ich meine Termitenköpfe. Also müssen wir noch welche rauslocken. Jo. Wir hätten ein Kieselchengeschütz mitnehmen sollen. Ich locke ja, raus. Ich locke raus am besten, oder? Ja, ja. Mach doch endlich. Keiner da, alle Urlaub. Hauptsache du holst nicht den König raus. Hier geht's schon wieder raus, nach oben. Kommt durch, hier geht's raus nach oben. He never told me science could be this exciting. Ja, ich glaube, wir müssen weiter nach oben, oder, Krolli? Ja. Dann setzen wir da oben gleich nochmal ein Respawn-Zelt, oder? Das glaube ich nicht, wenn ich noch so in Erinnerung weiß, sind oben auf der... Oh, verdammt. Oh, fuck. Oben auf der Plane ganz viele Wolfsspinnen. Also ich sehe hier schon Moskitos ohne Ende. Da, bei den Negern könnten wir hochkommen. Aua. Can't waste food. Can't waste food. Can't waste food. Komm jetzt hier nicht hoch, ey. Scheiße. Moskito! Das hat er jetzt hoch geschafft. Das frage ich mir. Wie habt ihr das geschafft? Skill. Ah, ich kann den, guck mal. Hast du gesehen? Was? Komm her, guck mal. Ah, jetzt bist du schon drauf. Zack. Geht das? So. Dieb. Ja, ich weiß. Where there's Spiderling, there's Spiderlings. Bin it. I'll start working on my acceptance speech. Oha. Mosquito. Und Spinne. Ganz viel Spinnen noch zu drin. Oh, ich bin auf dem Dach. Wo bist du denn? Am Dach. Dreh dich mal um. Kulli, bist du Guck verletzt oder um. Geht's noch? Sie ist auf der Plane. Ja, Kathi. Wir gucken mal kurz, was hier ist. Oh, Kathi, komm mal rein hier. Mach mal mit der Axt alles platt hier. Alles mitnehmen an Netzen. Das können wir uns nicht entgehen lassen. Weißt du jetzt im Nachhinein, was ist das denn? Wieso geht das denn kaputt? Hackwerkzeug. Ich hab eine Axt in der Hand. Na, sagt er dir nicht, ob Level 3 oder 2 oder. Ja, Netzaxt, Stufe 3. Naja, dann. Scheiße, was brauchen wir denn alles für eine scheiß Seilrutsche? Wir hätten hier eine Seilrutsche platzieren sollen, Leute. Ich höre eine Wolfsspinne. Ja, hier irgendwo eine Wolfsspinne. Das ist nicht gut. So, und das hat dieser Spinne. Na, auch mal ist nicht da drin. Oder? Wer steckt wo? Ja, jetzt nichts abzubauen. Ich glaube, die ist über uns. Das glaube ich auch. Ich hoffe, die findet den Weg nicht hier rein in ihr Nest. Und? Warte mal, ich zeig ihr den Weg. Nein!
soll doch helfen. Scheiße. Hilf sonst auch nicht. Hat einer ein Netzseil dabei? Auch nicht, ne? Ja. Jetzt ehrlich? Das sind zwar 7 Stück. Wir brauchen nur Ton. Und 2 Ton Hölzer. Hab ich mit, wie viel? Ich hab Ton 6-mal. Okay. Wir brauchen Holzklötze und dann könnten wir da hinten, wo der weiße Pappteller ist, seht ihr den? Ach, du meinst Pferdchenfaden? Nee, Pferdchenfaden nicht. Ach, Mensches Kindes, Marco. Du meinst Seidenfaden? Ja. Du hast gesagt Netzfaden. Netzfaden. Da ist ein Zelt. Da unten ist ein Zelt. Ja, ich brauch auch gleich ein Zelt. Nee, da ist wirklich ein Zelt. Mal gucken. Oder wollt ihr jetzt hoch? Nee, eigentlich nur genug Zeug, dass wir die Äxte bauen können. Vielleicht die Rüstung. Ja, aber irgendwie, da müssten wir, glaube ich, ganz hoch und dann unter die Plane weiter. Aber das bringt uns hier irgendwie gerade nicht weiter. Es sei denn, es gibt hier irgendwo noch eine andere Ecke, wo wir was abgreifen können. Was ist denn da hinten? Eine Ecke. Hm. Ist nichts. Hopp. So geht's weiter. Wie seid ihr jetzt da hingekommen, Alter? Da hinten durch, Oma. Ja. Ach, da! Eine Gartenschere. Ja. Ich glaube nicht, dass wir die mitnehmen können. Die Gartenschere hoch in den Blumentopf ist der Spot, wo du die Kletten formen kannst. Kletten. Kletten. Schwarze Ameisen. Oh, das sind Soldatenameisen. Machen einfach? Ja. Ich würde da nicht hinlaufen. Warum? Ich bin die ganz schnell in den Hals um. Ich bin böse werden, ja. Gartenschere hoch übrigens, da ist dann der Mantis-Boss. Okay. Und was bringt uns der Mantis-Boss? Oh, was? Oh, oh. Komm, Colli, auf die Schere rauf. Ja, das wäre das Beste, da kommt die nicht hoch. Hopp! Hat die Luft zum Mantis-Boss, passt schon. Hast du den nächsten Boss hier rufen? Achso. Ich habe einen Tunnel im Schlauch gefunden. Ja. Mann, ich komme da nicht hoch. Oha. Hab ich aufs nächste da oben geschafft? Bin da rübergesprungen. Archipamans. Was ist das? Ach, das ist der Boss herbeirufen. Okay. Genau. Ach Mann. Hihi. Kathi, hier hoch. Hetzer. Oh, oh. Nein. Au. Ich hoffe, die lassen mich jetzt in Ruhe. Was wollen wir jetzt eigentlich machen? Wir verteilen uns wieder komplett auf den Tisch. Ja. Gut, wir müssen ja wohl anscheinend wohl doch zurück und Termitenteile sammeln. Das geht nicht anders. Wir haben nicht genug, ne? Ja. Okay. Gut, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen auseinandergedriftet und haben uns hier die Ecke angeguckt. Ist ja auch recht interessant hier oben gewesen. Wir hoffen trotzdem, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, wenn ihr in Zukunft nichts mehr von Grounded bei uns auf dem Kanal verpassen wollt. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.